kleine rote, in Leder gebundene Album gibt Einblick in die Kindheit der Großmutter Europas. In Berlin ist das 20-seitige Erinnerungsbuch der deutschen Gouvernante von Königin Victoria für 37.500 Euro versteigert worden. Laut dem Auktionshaus Griesebach ging das Album nach einem kleinen Bietergefecht an einen ausländischen Interessenten. Wir haben ja das Zeugnis einer großen Freundschaft und mütterlichen Liebe. Das Erinnerungsalbum voll von Memorabilien, Haaren, Briefen und Zeichnungen von der jungen Queen Victoria aus dem Besitz ihrer Gouvernante, Nanny, der Baronin Leetson. Queen Victoria war 63 Jahre lang Herrscherin des British Empire. Das viktorische Zeitalter ist nach ihr benannt. 1824 wurde die Baroness Luise von Leetson die Erzieherin der damals fünfjährigen Victoria. Zwischen den beiden entwickelte sich über die Jahre ein enges Vertrauensverhältnis. 1842, zwei Jahre nach der Liebesheirat der Queen mit ihrem Cousin Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha, endete die Nähe der beiden Frauen. Dem Gatten missfiel die Freundschaft. Die Baroness wurde mit einer Apanage von 800 Pfund per Kutsche zurück nach Deutschland geschickt. Die Königin blieb ihr zeitlebens verbunden.